Hi Leute, heute geht es ums Thema Kernbohrungen und ich habe hier in diesem Stockwerk die ganzen Kernbohrungen für die Wohnraumlüfter selbst ausgeführt und habe auch ein bisschen Videomaterial aufgezeichnet dabei. Und da will ich jetzt euch in dem ersten Video mal zeigen, wie ich diese eine Bohrung hier an der Stelle durchgeführt habe. Die habe ich Freihand gebohrt mit einem 220er Bohrer. Ich muss natürlich dazu sagen, gerade Freihand-Kernbohrungen können durchaus gefährlich sein, also man kann sich da schon verletzen. Ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Ich werde nochmal ein separates Video releasen in Zukunft. Am besten ihr subscribt den Channel, falls es euch interessiert, dann seht ihr ein paar Kernbohr-Fails. Aber jetzt erstmal, wie man das durchführt. Viel Spaß dabei! Oh.